Mein Name ist Ralf Zünd. Ich bin hier in dem Tonstudio am schaffen seit etwa 20 Jahren, seit 25 Jahren Live-Ingenieur von Touring Bands, also Open schaffen oder in Clubs am und Musik ist meine grosse Leidenschaft, vor allem die echte handgemachte Musik, die von Hand produziert wird und auch irgendwo analog gespeichert wird. Two Inch Records gibt es seit dem Jahr 2000, also jetzt eben 20 Jahre, ist das Handelsregister ausgezogen. Am Anfang war es ein normales Recordingstudio, wo man einfach Bands getrackt hat, Bands produziert hat, Bands aufgenommen hat, CDs noch gemacht hat. Früher hat man aber noch CDs gemacht. <laughs> Und irgendwann, so vor drei Jahren, hat sich das etwas gemausert, weil sich die ganze Industrie sich auch komplett verändert hat. Und man musste sich ein bisschen umorientieren und neue Ideen finden. Und da hat sich ein Konzept gezeigt, das nennt sich Straight to Tape, wo die Bands ins Studio kommen, zusammen mit ihren Fans und live und analog ihr Werk direkt auf Tape aufnehmen. Und das Endprodukt aus diesen Sessions sind hochwertige Vinylproduktionen, also LPs. Und ook sogar Masterbänder. En niet Kopien van Masterbänder, sondern wirklich, wenn een Kunde bestelt, fertigen wir für den wirklich in real time een Mastertape an. Oh, dat is eben die Frage. Ik heb vorig jaar schon drüber nachgedacht. is mal gekommen mit Kunden. De Kunde von van zijn Laden, die besten Kunden gefragt. Hey, komm, geh doch mal. Zum Ralf. Wir haben uns kennengelernt. Ich äh, glaube, ich klangschloss Vortrag. Irgendwie so etwas. Wir haben uns gerade gut verstanden von der ersten Sekunde. Unkompliziert und doch professionell. Und dann ist er mit diesen Leuten hierher hergekommen. Wir haben eine Studioführung gemacht. Wir haben etwas getrunken zusammen. haben keine Musik äh, Und es war einfach ein cooler Tag. Gewesen. Dann bin ich mal zum Roland gegangen, wo er den Flügelanlass gemacht hat. Wo er aufgezeigt hat, woher, also wie, wie verschiedene Arten von Flügeln. Äh, und auch dort sind wir wieder zusammen durch so einen halbe Tag durch und irgendwie matcht das auch, wie es mit ganz vielen anderen Partnern auch gut matcht. Das Ganze hier bringt einfach gute Leute in die Räume. Äh, es macht richtig Spass mit, mit so Jungs und Mädels äh, zusammen Das ist eine spannende Frage. Da darf ich gar nicht zu viel plaudern, weil es einfach noch nicht ganz wirklich spruchreif ist. Aber es gibt Pläne. Es gibt sehr abenteuerliche Freche Pläne. Aber darum drum, wir nicht zu viel erzählen, sondern zuerst mal liefern und dann laufern. Aber man darf sicher gespannt sein. Das Format wird weiterentwickelt. Straight to Tape wird sich vielleicht etwas mausern zu einem 360-Grad-Musikformat, das Grenzen aufhebt zwischen Musiker und Musikfan so dass man nach einer Session auch mit einem internationalen Musiker einen Bratwurst essen oder irgendwie Gitarreffekte besprechen und so. Dass man einfach wieder sieht, was der Wert hinter der Musik überhaupt ist oder was die Musik überhaupt kann. Musik kann extrem viel, aber wir geben ihre viel zu wenig. Wir nehmen das, wir machen sie zu Junkfood, und machen sie echt kaputt. Aber wenn wir doch so überlegen, was, was Musik in uns kann heilen kann, was Musik in uns kann geben kann, müssen wir dem Sorge tragen. Und ich finde, die Session zeigt gut auf, im einem abenteuerlichen Erlebnis, dass man durch Emotionen durchgeht und durch Musik transportiert. Und das ist grossartig, das werde ich sicher ausbauen. Dynamisch. Will ich sehr viel mit Bänden Mikrofon arbeite, ich liebe Bänden, also Elektrostaten im Prinzip, was beim Lautsprecher Elektrostaten sind, sind beim Mikrofon Bändelmikrofon Und das ist genial, weil es einfach auf Distanz kann sehr, sehr gut das abbilden, was das Gehör wahrnimmt. Bei den Lautsprechern im Studiobereich brauche ich einen hohen Schallpegel, damit ich kann Instrumente während dem Track so abbilden wie sie natürlich auch laut sind. Das heißt, wenn ich ein Drumkit ein Drum abbilden muss, dann brauche ich Schallpegel bei einem Meter Abstand, der einfach ziemlich zünftig Druck macht, fast das kleines PA. Und das wird schwierig mit Elektrostaten. Obwohl der Sound für die zu Hause zum Musik klar Elektrostaten, wenn sie gut gemacht sind und der Raum stimmt, weil sie eine Achterabstrahlung haben. Aber im Studio zum Schaffen dynamisch. Also ich sage es mal so, ich will ja nicht mit einer Bandmaschine auf dem Rücken joggen. Also digital hat Vorteile. So ein Server, hochaufgelöste Files, Suchfunktionen, Playlist-Vorschläge usw aber wenn ich so müsste auf die müsste und ich könnte wählen, dann würde ich glaube wirklich eine Bandmaschine mitnehmen und ganz sicher ein Studer und ganz sicher nicht der Chipkiste, sondern irgendetwas so alte C 37 Röhrenbandmaschine oder äh, vielleicht auch eine A 80 MK1. einfach etwas, wo ein bisschen Seel hat, einfach etwas, wo etwas, wo einfach, mehr gibt, als man erwartet. Eindeutig Röhren. macht die Geschwindigkeit. Ich finde Röhre, gute Röhre haben einfach einen wahnsinnigen Charme. Wenn das gut ingeniert ist, natürlich, immer Voraussetzung. Wir reden ja von guten Röhren und von, auch von guten Transistern. Aber ich finde, die Röhre macht etwas, wo der Musik sehr gut tut. Eindeutig Eichen. Also als gelehrter Schreiner, ich finde auch das Astloch da ziemlich cool. händ's haben es einfach drin gelassen. Finde ich gut. Also Eichen hat für mich etwas Währschafts, etwas äh, Echtes, etwas, äh, ...etwas Stabiles. Nussbaum ist auch okay, ist einfach schon eher edel und so ein bisschen. Huhu! Also, schöner Eichenboden mit dicken Riemen, das ist doch etwas Cooles oder ein schönes Eichenfass und der Wein, das ist etwas Tip-Tops. Kreisverbeid. Ich mag mich aber erinnern, dass wir früher in der Bandprobe immer Bilz-Banast drumherum aus dem Büchsli Weltklasse. Würde ich auch wieder machen. <laughs> Puh, Sport. Skiremmen. <laughs> Nein, keine Ahnung. Sport muss man mich echt nicht fragen, weil währenddem das Fußballmatch kommt, hocke ich wahrscheinlich da und biege etwas am Mischen. Ähm. Einmal das, einmal dieses. Ich glaube, es hat beides sein absoluter Reiz. Wenn ich wirklich schwarz-weiß entscheiden müsste, würde, würde ich bergen. Eindeutig Land. Aber Ausflucht machen in die Stadt und dann ganz entspannt wieder heim aufs Land schlafen.